Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Rezension von mir. Ich möchte euch heute ein Buch vorstellen, das mich absolut vom Hocker gerissen hat. Ich habe angefangen zu lesen und dachte so, ja, mal gucken, ob mir die Schreibweise gefällt, ob ich irgendwie da reinkomme. Und dann hat es mich eingesaugt und erst am Ende völlig hingerissen, wieder rausgespuckt. Und zwar rede ich von Am Tag davor von Sorge Chaladon. Chalandon? Ich weiß nicht, wie ich es genau sagen, aussprechen soll. Das Buch ist, habe ich auf dem Schirm gehabt, als es erschienen ist, habe ich es mir direkt auf die Wunschliste gesetzt, weil es klang einfach mega cool. Und habe mir das aber jetzt aus der Bibliothek ausgeliehen. Und ich werde es mir definitiv noch für mein Bücherregal besorgen. Ich habe mir auch noch einen weiteren Roman von diesem Autor besorgt. Wie ihr seht, ich bin begeistert. Es geht hier um eine... Moment, ich muss mal gerade spinksen. Und zwar am 27. Dezember 1974 kamen in der Grube Saint-Aimé in Levin mehrere Menschen ums Leben. Und in Gedenken an diesen Unglück ist dieses Buch erschienen. Und hier geht es auch tatsächlich um dieses Unglück. Es ist natürlich eine fiktionale Geschichte, verbunden mit einem historischen Hintergrund. Es geht halt eben um diesen groben Unglück. Und es geht hier um einen Jungen, der ein halbes Leben, also Michel, es ist ein Junge, aber es ist französisch, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, er ist ein Leben lang davon getrieben, irgendwann mal sich an dem Mann zu rächen, der Schuld an dem Tod seines Bruders hat. Und zwar war sein Bruder eben ein Minenarbeiter in dieser Mine. Und als dieser Unglück passierte, starb sein Bruder halt an den Folgen des Minenunglücks. Und sein ganzes Leben plant er eben die Rache an diesem einen Mann. Ja. Und er ist getrieben halt eben von diesem Wunsch nach Rache. Sein ganzes Leben wird davon beeinflusst, seine kompletten Gedanken drehen sich nur um diese Rache. Und ob er diese Rache nimmt, ob er diese Rache durchzieht und warum und wieso, weshalb, was genau passiert ist und was Michel weiter in seinem Leben erleben wird, das lesen wir in diesem Roman. Es klingt nach einem sehr strikten Geschichte. Aber es geht hier um so viel mehr. Es geht hier, wie hier hinten steht, es geht um die Schuld, um Verdrängung, es geht um Familienzusammenhalt, es geht um die Bedeutung dessen, was damals halt diese Minenarbeit bedeutet hat, wer, wie, warum damit zu tun hatte, wie dieses Leben da aussah. Ich fand es total interessant, weil ich nämlich kurz bevor ich das Buch angefangen habe zu lesen, in München im Museum war. Und da waren wir halt in diesen Gruben und haben uns angeguckt, wie die früher halt diese Minenarbeiter gearbeitet haben. Auf engstem Raum, in kleinsten, ungefilterten Bereichen, ohne Schutzmaske, ohne Sicherheitsvorkehrungen. Und das haben wir halt sich da angeguckt. Und ich konnte mir das so bildlich vorstellen. Ich empfehle das echt jedem mal, sich das mal anzugucken. Wenn man dieses Buch liest, weil man hatte dann so diesen beklemmenden Eindruck, den er da beschreibt, dass die halt da an den Folgen, also viele sterben halt an den Folgen durch diese Dämpfe, die sie einatmen oder diese kleinen Partikel, die sie beim Abbau der Kohle halt einatmen und so. Das konnte man sich so bildlich vorstellen, dass die halt eben da in diesen engsten kleinen Räumen sind. Und auch dieses Unglück konnte ich mir besser vorstellen, weil ich mir vorstellen konnte, wie diese Räume ausgesehen haben und so. Finde ich sehr, sehr interessant. Auf jeden Fall geht es halt in diesem Buch extrem viele, 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 viele Themen. Es geht um wirklich darum, wer trägt an sowas die Schuld, wer ist was macht es mit einem, wenn man sowas erlebt hat, was macht es mit den Eltern, was macht es mit dem Bruder, der zurückbleibt und war das auch alles so, wie er sich das vorgestellt hat? Schiebt er vielleicht jemand ganz anderen die Schuld zu, der eigentlich gar nichts dafür kann, der eben auch nur Druck von oben hatte oder vielleicht gar nichts damit zu tun hat und es geht so viel in dieser Geschichte. Ich finde auch die Schreibweise des Autors so faszinierend. Es hat was Poetisches, aber es hat auch etwas
durch die Blume gesagt. Also er sagt nicht klipp und klar heraus, hier so, genau so ist es, sondern er sagt etwas, was eigentlich was ganz anderes meint, und wir trotzdem das daraus rauslesen. Versteht ihr? Könnt ihr mir folgen? Ich fand das ganz, ganz krass. Er hat nie etwas wirklich, also klar, irgendwann mal kommt natürlich die Aufklärung, aber nie wirklich etwas so eindeutig gesagt. Er sprach immer so ein bisschen durch die Blume und ich habe trotzdem nicht das Gefühl gehabt, ich verstehe etwas nicht, ich kann es nicht folgen. Ich fand die Auflösung so emotional krass und es hatte so viel Bedeutung, so viel Intensivität. Ich fand es so gut. Dieses Buch hat mich so berührt. Nicht nur, dass ich einfach mehr Verständnis dafür habe, was die Menschen erleben, die da arbeiten, sondern ich habe mit Michel so mitgefiebert und mitgefühlt. Und ich hatte, das fand ich so krass, ich hatte teilweise, das passiert mir sehr selten in Büchern, dass ich das Gefühl habe, ja, zieh deine Rache durch, du hast sie verdient, die Rache zu nehmen und. Und ich fand das so krass, weil normalerweise bin ich jemand, der Verfechter ist, nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist für mich absolut No-Go. Ich finde, das sollte man nicht machen. Aber hier hatte ich wirklich das Gefühl, ja, zieh durch, du hast das verdient. Das hat dein ganzes Leben beeinflusst, dein ganzes Leben runtergezogen. Do it! Und ja, und dann die krasse Auflösung, die krasse Situation, die Erklärungen, wie sein Leben davon beeinflusst wurde, in welcher Weise und was genau passiert ist an diesem Unglückstag. Unglaublich krass. Der Titel passt wie die Faust aufs Auge. Das ist einfach ein richtig, richtig gut gewählter Titel. Ich kann euch dieses Buch so gut empfehlen, wenn ihr etwas lesen wollt, was absolut zum Nachdenken anregt, absolut euch selbst in Frage stellt, was Schuld und Sühne und Vergebung und Verdrängung und Unterbewusstsein und was alles damit zusammenhängt, interessiert, dann lest dieses Buch. Es ist ein sehr, sehr dünnes Buch, also es hat knapp 300 Seiten, glaube ich, aber ich habe es ein bisschen etwas mehr, 312, 13, ich habe es nicht einfach mal weglesen können. Es hat mich zutiefst berührt, es hat mich zutiefst mitgenommen, es hat mich wirklich nachhaltig noch sehr, sehr lange begleitet. Ich hatte auch sehr, sehr lange das Gefühl, ich muss darüber nachdenken. Ich konnte es nicht einfach so wegsuchten und einfach weglesen und sagen, hier, das ist auch wieder eins auf meiner Bücherliste gelandet. Nee, es ist tatsächlich ein Buch, das sehr, sehr nachhalt und auch gerade in diesem Hintergrund wissen, dass dieses Unglück tatsächlich passiert ist. Es ist auch hier hinten auf der letzten Seite in Gedenken an, da ist jeder einzelne Name aufgeführt von den Menschen, die da gestorben sind, was ich auch unglaublich wichtig finde im Bezug dazu, was im Buch passiert, dass er halt diese Namen hinten reinschreibt und zwar jeden einzelnen. Bin ich richtig, richtig groß. Krass, wenn man so im Nachhinein halt über das Buch versteht und welche Zusammenhänge. Ich finde es einfach geil. Ich habe mir, wie gesagt, von dem Autor noch ein anderes Buch geholt, weil ich unbedingt noch mehr von ihm lesen möchte. Er hat eine faszinierende Sogwirkung auf mich ausgeübt und ich möchte noch mehr von dem Autor lesen. Wenn ihr es gelesen habt, würde mich sehr, sehr interessieren, wie ihr das Buch empfunden habt. Es ist super speziell. Ich finde, die Schreibweise ist sehr speziell. Die Erzählweise ist sehr speziell, weil es immer wieder springt zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Wir haben also wieder Rückblenden, die einfach nicht zu Ende ausgesprochen werden, weil wir halt eben das Ende nicht vorwegnehmen möchten. Super cool gemacht. Ich fand es mega, mega toll. Ich fand es einfach... Es stellte mir so viele Fragen und ich liebe so Bücher. Ich liebe Bücher, die mich einfach nicht einfach nur lesen lassen, sondern einen richtig, richtig krass darüber nachdenken lassen. Was würde ich in so einer Situation tun? Wie würde ich mich verhalten? Und ganz, ganz tolles Werk. Lest es. Es ist absolut wow. Absolut wow.
Wie gesagt, wenn ihr es gelesen habt, würde mich interessieren, eure Meinung dazu. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Macht's gut. Bis dann.